Über 1000 Jahre schützen Wälle und Mauern die Stadt Magdeburg vor Angreifern und Feinden. Das einstige Troja des Nordens entwickelte sich über die Zeit zur modernsten Festung Europas und gilt noch bis 1871 als Festung von hoher militärischer Bedeutung. Steinerne Zeugen der Geschichte, von Tod und Elend, die aber auch sinnbildlich für Innovation und Baukunst stehen. Wie kaum eine andere Stadt in Europa ist Magdeburgs Geschichte und Gestalt von Umbrüchen gezeichnet. Der ehemalige Status als Festung wirkt bis heute auf die Identität der Stadt. Im Wandel der Zeit gilt es nun, die Zeichen des Krieges zu überwinden und die einstige Festungsstadt erneut zu erobern. Bereits im 11. Jahrhundert bieten Palisaden und einfache Mauern der Stadt an der Elbe Schutz vor Angreifern. Doch mit dem Aufkommen der Kanonenkugel aus Eisen im 16. Jahrhundert bieten hohe Stadtmauern keinen ausreichenden Schutz mehr und werden durch Bastionen, Zwinger und Rondelle erweitert. Magdeburg als Hansestadt ist damals wichtiger Umschlagplatz für Güter auf der Elbe und gelangt so an Reichtum. Das ist auch ein Grund, warum die protestantische Stadt 1631 im Dreißigjährigen Krieg fast vollständig zerstört wird. So entstand der Begriff Magdeburgisieren als Synonym für die totale Zerstörung. Am Wiederaufbau der Stadt und der Erneuerung der Festungswerke ist Otto von Guericke maßgeblich beteiligt. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wird Magdeburg Teil der preußisch-brandenburgischen Kernlande. Unter dem Festungsgouverneur Fürst Leopold von Anhalt-Dessau wird die Festung nach niederländisch-französischen Vorbildern ausgebaut. So wird Magdeburg zu einer der stärksten und modernsten Festungen Preußens. Als 1806 französische Truppen unter Napoleon vor den Toren der Stadt aufziehen, bangt Magdeburg um eine erneute Zerstörung. Doch bleibt die Stadt verschont und steht bis 1814 unter französischer Herrschaft. Die letzte Phase des Magdeburger Festungsbaus geht mit dem Einzug der Eisenbahn einher. Erstmals seit dem 11. Jahrhundert werden die Stadtgrenzen durch das Einebnen des alten Festungsrings erweitert. Noch bis 1874 werden 8 Eisenbahntore, 8 Kavaliere und 12 Forts mit 6 Zwischenwerken errichtet. Nur 10 Jahre später wird der allgemeine Rückbau deutscher Festungen im Kaiserreich beschlossen. Und so endet auch der Festungsstatus für Magdeburg im Jahr 1912. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts haben diese Festungswerke ihre militärische Funktion verloren. Einige liegen leider bis heute immer noch brach und haben einfach noch keine angemessene Nutzung gefunden. Andere haben sich aber wirklich schon zu echten Schmuckstücken herausgeputzt und sie werden zum Beispiel kulturell, museal oder touristisch genutzt. Hier am neuen Werk gelingt es 1631, den kaiserlich-katholischen Truppen unter Graf Pappenheim in die Stadt einzudringen. Im 19. Jahrhundert gelangten hier am Wittenberger Eisenbahntor die Züge in die Stadt. Der einstige mittelalterliche Wehrturm Welscher Turm ist heute Heimat des Guericke-Zentrums. Die Lukasklaus ist die Heimstätte der Guericke-Stiftung und der Guericke-Gesellschaft. Wir sind bemüht, sehr viele Veranstaltungen im Haus durchzuführen. Das gelingt uns sehr, sehr gut, Jugendliche und Studenten hier zu beherbergen. Wir haben das Schülerlabor, wo also die Guerickeschen Experimente nachvollzogen werden. Wir haben Konferenzen, wir haben Beratungen. Alles läuft hier in diesem Haus. Und wir haben das Museum. Das Kavalier 5 mit dem Ravelin 2 ist Teil der letzten Ausbaustufe an der Westfront der Kernfestung Magdeburg und wurde 1873 fertiggestellt. Der Sanierungsverein Ravelin 2 hat es sich zur Aufgabe gestellt, diese preußische Festungsanlage zu sanieren und unseren Gästen, aber auch den Magdeburgern selbst, diese Anlage zu zeigen, zu präsentieren und den historischen Kontext und damit auch die Festungsgeschichte erlebbar zu machen.
Seit 7 Jahren mittlerweile sind wir als Verein hier aktiv und versuchen mit Hilfe von zahlreichen Firmen aus der Region, aber auch mit arbeitsförderlichen Maßnahmen, mit der Giese zum Beispiel, dieses Objekt zu sanieren und wieder in einen originalen Zustand zu versetzen. In unserer Vereinsarbeit kommt auch die Kultur nicht zu kurz. Wir haben zahlreiche Kulturveranstaltungen im Jahr, unter anderem die Festungstage, den Advent im Ravelin, Konzerte, aber auch Theatervorstellungen erfreuen sich großer Beliebtheit bei unseren Besuchern. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem EFRE Kulturerbe-Programm hier auch die Sanierung des Ravelin unterstützen konnten. Und wir freuen uns besonders, dass das Ravelin mit seinem eingereichten Wettbewerbsbeitrag so einen guten Platz erreichen konnte. Und wir denken, dass wir auf diese Art und Weise einen sehr guten Beitrag zur Erhaltung des Kulturerbes leisten können. Die 1865 errichtete Kaserne Mark diente ursprünglich als Soldatenunterkunft. Seit über 20 Jahren ist sie nun Veranstaltungszentrum für Kunst und Kultur jeglicher Art. Die Festung Mark ist ein Baudenkmal im Herzen der Stadt Magdeburg, was die Aufgabe hat, als kulturelle Schnittstelle zu fungieren zwischen Campuskultur und Stadtkultur. Deswegen finden hier vielfältigste Veranstaltungen statt, um Menschen zusammenzubringen durch Kultur, vom Gesellschaftsabend im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung bis zum Kunsthandwerkermarkt, über Firmenpräsentationen, Konzerte, Theater findet hier ganz viele statt und es kommen Menschen verschiedenster Herkunft zusammen. Dafür stehen wir und das ist eine tolle Aufgabe mit meinem 20-köpfigen Team. Auch abseits der kulturellen oder touristischen Nutzung gibt es innerhalb der Stadt verschiedene Festungsobjekte, die auch andere Nutzung gefunden haben. So auch das Fort 7, welches seit über 90 Jahren vom Sportverein TuS 1860 Magdeburg genutzt wird. Oder das Fort 12 im Stadtpark mit seiner gastronomischen Nutzung in den Sommermonaten. Das Zwischenwerk 4a beherbergt seit den 90ern das Ökozentrum. Ein Umweltbildungszentrum mit Tiergehegen, Yogazentrum und Spielort für Kitas und Schulen. Der Umbau des Kavalier 1 zu modernen Wohnungen oder das Leipziger Eisenbahntor, in dem heute ein Gourmet-Restaurant kulinarische Köstlichkeiten anbietet. Nicht zuletzt sind auch diverse Grün- und Parkanlagen entstanden, die als Naherholungsgebiete das Stadtklima positiv beeinflussen. Wie etwa der Geschwister-Scholl-Park oder der Klosterbergegarten. Ja, Magdeburg hat eine Festungskultur seit vielen Jahrhunderten aus verschiedenen Zeiten. Hier kann man sagen, ist das die Zeit Kaiser Ottos, der ja faktisch hier am Hochufer der Elbe gesiedelt hat und Magdeburg begonnen hat sozusagen aufzubauen. Da gibt es aus der Preußenzeit, aus vielen anderen Zeiten noch Festungen, die wir teilweise kulturell nutzen, die wir aber auch sportlich nutzen. Und hier geht es darum, dass ein Projekt auf den Weg gebracht worden ist, wie wir es schon mehrfach in Magdeburg gemacht haben. Eine europäische zusammen mit vielen Städten, um insgesamt zu sagen, wo ist der europäische Gedanke, wie man alte Festungsorte wieder heute modern, nicht nur einfach anschauen, sondern in das Stadtleben aufnehmen kann durch moderne Nutzungen, Kulturnutzung, Sportnutzung und viele andere Bereiche auch, damit die Assoziation Stadt und Kultur und Festungsanlagen europäisch zusammengehört. In der Vergangenheit wurden Festungsmauern angelegt, um nicht überwunden zu werden. Heute müssen wir uns überwinden, alte Gedankenmuster abzulegen, um über Mauern schauen zu können. Durch geplante Umnutzung alter Festungsanlagen in einem europäischen Kontext. Let's recapture the fortress cities.